und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Im letzten Part durften wir auf jeden Fall gegen Lord Slug und Thales kämpfen, die ihre Machtbaumfrucht gegessen haben, die natürlich auch ein bisschen umgestaltet wurde, mit Dämonenkraft auch noch verstärkt wurde. Und das wurde den zwei auf jeden Fall zum Verhängnis, denn sie sich, glaube ich, nicht mehr richtig kontrollieren konnten, sofern ich das jetzt richtig verstanden habe. Auf jeden Fall kommen wir nun zum Finale dieses Namek-Arcs, und zwar dürfen wir wieder gegen Freezer kämpfen. Und Böses hat viele Formen. Das hat schon seinen Grund, warum das Ganze so heißen wird. Aber das werden wir jetzt auf jeden Fall sehen. Ich bin ruhig, legen wir los. Naja, es hat schon einen Grund, dass wir da zu fünft auf den drauf müssen. Wahrscheinlich kriegt er gar nicht so viel Schaden, aber das werden wir gleich sehen. Mal gucken, ob der sich auch gleich so... Das geilste wäre jetzt, wenn er sich gleich in seine Golden Form oder so verwandelt. Aber ich denke, das glaube ich wäre noch ein bisschen zu früh. Weil ich habe schon mitgekriegt, dass wir auf jeden Fall diesen Fukatsu no F-Arc auch nachmachen dürfen. Und mal gucken. Vielleicht wird er auch hier schon zu Golden Form, aber ich mag es sehr zu bezweifeln. Er kriegt nicht mal mehr, gerade mehr Schaden. So. Müssen wir einfach wieder ein bisschen warten, bis er wieder fertig gelabert hat. Das ist so... Also das finde ich echt extrem nervig, wirklich. Das mag ich gar nicht in dem Spiel, dass wenn man ein bisschen zu stark ist von den Attacken, dass der gar keinen Schaden mehr nimmt, wenn man draufhaut. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben, aber es ist echt doof. Wir sollen ihn aufhalten, bis Son Goku kommt, okay. Ja, das ist das kleinste Problem. Wir könnten ihn auch alleine besiegen. Nee, Mann. Das ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben. Obwohl, so schlecht bin ich ja jetzt auch nicht. Es gibt ja schon wirklich viel schlechtere Spieler als mich. Aber, naja. Jetzt lass mich doch wenigstens mal ein bisschen Schaden wieder machen. Das ist doch langweilig. Das macht doch gar keinen Sinn, wenn da fünf Leute draufhauen, dass der keinen Schaden kriegt. Hallo. Darf ich jetzt mal wieder Schaden machen? Oh, immer noch nicht. Hä? Er lacht einfach nur. Wie das passt. Okay, Vegeta hat er schon mal besiegt. Oh, geh weg. Das ist dieser Psycho-Move hier. Okay, jetzt kommt was. Jetzt müssen wir auch noch allein gegen ihn kämpfen. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt komplett besiegen. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Wo sind jetzt bitte Piccolo, Gohan und Krillin? Sind die einfach abgehauen? Das ist aber nicht nett von denen, dass sie mich jetzt hier einfach in Leine lassen. Nur weil ich ein Zartsoldat bin und vielleicht etwas stärker bin, wie der ein oder andere, heißt es nicht, dass sie mich alleine lassen sollen. Da hat der Goku meine Bitte erhört und ist gleich zur Unterstützung gekommen. Vielen lieben Dank, Goku-san. Auf dich ist immer Verlass. Auf dich ist wirklich immer Verlass. Yeah. Oh Mann, ey. Lassen die anderen mich einfach in Ruhe und hauen ab. Und ich sterbe hier so. Ah, Moment mal. Wenn ich nach den Bildern gehe, müsste ja eigentlich noch jemand kommen. Also ein Gegner. Ich sag jetzt mal nichts, weil ich jetzt nichts vorwegnehmen möchte oder so. Aber wenn der kommt, dann freue ich mich gleich mal drauf, wie geil dann der Kampf gleich wird. Das könnte richtig cool werden. Da bin ich mal richtig gespannt jetzt. Ich sag's mal so viel. Es ist einer der Charaktere, die ich schon spielen durfte. Und worauf ich mich schon sehr, sehr, sehr gefreut habe, weil der Charakter sich sehr, sehr, sehr gut spielt, der da gleich noch kommen sollte, nach meinen Vermutungen her. Okay, wir müssen Goku auf jeden Fall unterstützen. Also was heißt unterstützen? Wir müssen ihn verteidigen, dass Freezer nicht an ihn rankommt. So dass Goku schön seine Genki-Dama aufladen kann. Freezer, hier, eine deiner Attacken. Weißt du was? Das kann ich auch nur viel besser. Bam. Sehr schön. Da hat's aber den Freezer kalt erwischt. Schön mit einer Kamehameha. Mit einer Genki-Dama. Mein Gott, ich bin total verwirrt, ey. Also. Ah.
Scheiß Ding war kein Sanso! Son Gokus Zorn, Super Saiyajin, reduziere Freezers Gesundheit um eine bestimmte Menge. Wow, Kostasak! Okay, eigentlich gehört dieser Kampf alleine Goku. Deswegen ist es ein bisschen komisch, das mit meinem Charakter auch noch gleichzeitig zu machen, aber egal. Wie gesagt, ich lasse Goku nicht im Stich. Er hat gerade einen seiner besten Freunde verloren. Und da braucht er jetzt einfach diese Unterstützung, weil ich denke mal so, solche Menschen, die gerade wirklich jetzt unter Zorn stehen und wirklich handeln und tun, die können nicht klar denken und würden, denke ich mal, alles tun, um zu siegen. Deswegen sollte man schon seine Freunde unterstützen. Goku, das heißt auch, dass du mich unterstützen sollst, wenn ich hier gerade rumgeboxt werde. Dankeschön. Arigato gozaimasu. So, und nochmal. Vierfaches Kaioken Kamehameha. Cool, ich habe keine Ausdauer mehr. Das ist so belastend, wie oft mir das schon passiert ist jetzt. Ich muss echt aufpassen. Geh weg. Ich will keine Freundschaft mit dir. Nein. Nein, geh weg. Oh, ich habe gesagt, du sollst weggehen. Problem ist halt, ich kann immer zweimal Tausch, also Ausdauer nutzen. Und dann ist alles schon wieder leer. Ich muss da echt drauf aufpassen und das auf jeden Fall mehr skillen. Das muss ich machen, sonst werde ich auf Dauer irgendwann so hart penetriert werden in diesem Let's Play, dass es gar nicht mehr so schön ist, das alles hier anzugucken. So, und jetzt nochmal. Wir haben ihn gleich. Und nochmal. Okay, was ein interessantes und abruptes Ende, muss ich ehrlich mal sagen. Das war auf jeden Fall ziemlich abrupt gerade, aber na gut, wir machen weiter. Oh shit, ich hatte recht. Finalkampf, zwei Kräfte schwinden. Besiege alle Gegner, tatsächlich cool ist erschienen. Halleluja, das wird richtig geil. Okay, beide Brüder sind jetzt auf jeden Fall am Schlüssel. Ich werde mal auf cooler gehen, dass wir einfach ein bisschen was anderes mal sehen. Wie anstatt die ganze Zeit Freezer! Guck, geht auch auf cooler. Mann, ey. Ist einfach cooler zu cool? Oder warum gehen alle auf cooler, weil er zu cool ist? Freezer zu cold? Freezer zu cold? Oh Mann, ey. Was ist das denn? Okay, ich muss ehrlich sagen, diese ganzen Verwandlungen, die nerven zum Teil so richtig jetzt. Also, man kann es auch übertreiben, ey. Kann man auch einfach mal cooler irgendwie die Hälfte der Leben vielleicht abziehen, bis er sich verwandelt. Und nicht immer nach, keine Ahnung, nach 20 Sekunden oder so. Er hätte auch gleich so als in der Form anfangen können. Ihm ist doch klar, dass es hier ein richtig kritischer Kampf wird. Und nochmal, Alter, was eine Kombo und wie viel Schaden. Oh mein Gott, aber dafür habe ich keine Energie mehr. Scheiße, egal, cooler werde ich trotzdem besiegen. Ich lasse mich nicht von diesem Kerlchen platt machen. Ehrlich gesagt freue ich mich auf cooler richtig dolle. Ich habe ihn schon auf der Gamescom gespielt. Da war einer meiner Top-Charaktere. Ich fand ihn wirklich super. Andere fanden Gogeta richtig geil. Ich muss ehrlich sagen, was Gameplay-technisch angeht, ist cooler wirklich einer meiner Lieblingscharaktere. Da freue ich mich schon tierisch, mit dem dann endlich mal spielen zu können. Die Finale von durfte ich leider nicht spielen eigentlich. Die war bis zum Zeitpunkt einfach nicht vorhanden.
Aber endlich ist es soweit. Wir können ihn alle endlich mal spielen. Und das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Und nochmal. Verdammt. Scheiße, ich habe überhaupt nichts getroffen. Boah, gut, dass er mir eine Ausdauer nicht gebrochen hat. Weitermachen, weitermachen. Zack, zack. Und weitermachen. Nicht abhauen, nicht abhauen. Hier bleiben, hier bleiben, hier bleiben. Und zack. Sehr schön. Ah, ich muss... Uah, der macht die Supernova. Uah, Gott, wurde die am Ende schnell. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, übelst erschrocken, ey. Warum spielt der immer so komisch hoch, ey? Oh, geiler Move, ey. Geil ausgewichen. Sowas kann ich nicht. Ich weiß, dass viele das kennen, aber... Oh, das kann ich... Das ist jetzt nicht schwer, aber... was ich nicht kann, ist dieses... Ich springe um den Charakter herum. Vielleicht weiß ja einer von euch, wie das geht. Der darf mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich würde das auch mal ganz gerne können. Sowas ist auf jeden Fall hilfreich. So, und nochmal. Ah, wir haben nicht ganz besiegt. Ich hätte vielleicht die Kombo ein bisschen mehr erweitern sollen. Da hätte ich auf jeden Fall noch zwei, drei Kombos reintreten können. Aber egal. So, das kriegen wir hin. Bam, 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 bam. Und cooler haben wir schon mal. Jetzt schon mal schnell zurück zu Freezer. Der hat ja fast gar nichts verloren an Leben. Sage mal, Goku, was machst denn du hier? Du bist doch ein Saiyajin. Ein Super Saiyajin sogar. Oh, Goku, du musst mir helfen, sonst sterbe ich. Goku. Goku. Oh, shit. Oh, shit. Ich bin gleich tot. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit, Digga. Also jetzt muss ich richtig aufpassen. Wenn danach noch ein Kampf kommt, dann werde ich wahrscheinlich verlieren. Das schaffe ich nicht. Eine Kombo und ich bin tot. Ich muss meine Ausdauer auffüllen lassen. Ich muss kurz warten. Das ist mir zu krass, wenn ich da jetzt reingehe. Vielleicht kann ich aus der Ferne was machen. Ja, hab ihn. Sehr schön. Aus der Ferne kann ich gerne was machen. Aber ich muss gerade eher selber... Ah, er kommt auf mich zu. Ich muss einfach auch ein bisschen an mich denken. Ach, scheiße, Alter. Lass mich in Ruhe. Alter, jetzt bin ich dran. Ja, ich darf jetzt mich echt nicht mehr treffen lassen. Nur einschlagen, ich bin tot. Und weg. Und zack. Ah, nein, das gibt's nicht. Ach, nö. So, Freunde, da bin ich auch schon wieder. Und ja, es hat ein bisschen gedauert. Ich bin nochmal kurz rausgegangen, habe mir zum Beispiel auch ein paar Kapseln jetzt geholt. Hab die ausgerüstet, weil ich es einfach nicht hingekriegt habe, einfach wieder auf den aktuellen Stand zu kommen. Es ist echt zum Teil unmöglich, das einfach zu schaffen. Also man muss schon wirklich brutal, mega, ultimativ, super, duper, super, mega gut sein. Und das bin ich einfach nicht. Das will ich auch nicht sein. Deswegen habe ich mir da nochmal ein paar Kapseln geholt und habe da nochmal cooler besiegt. Und ja, jetzt scheint es auf jeden Fall so zu sein, dass es auf jeden Fall besser läuft. Jetzt nochmal schön die Kapsel hier einsetzen. Jetzt nochmal kurz aufpassen, nicht, dass uns diese Todesballkugel da reindrückt. Oh, hier ist fast reingeflogen, ey. Aber egal, das kriegen wir hin. Was? Warum habe ich das nicht getroffen? What the fuck? So, und jetzt nochmal schön das. Und nochmal verstärken. Was? Seine Ausdauer ist gar nicht runtergegangen. Oh, und ja, klar, dass er mich angreift. Warum nicht Goku? Goku ist dein Gegner, nicht ich. Ich bin nur so der Typ, der ein bisschen nebendran draufhaut. Mein Gott. Also irgendwie manchmal scheint es so rumzubacken, dass ich manchmal gar nicht meine Attacken treffe. Goku, bitte helf mir, ey. Steh doch nicht so dumm da und guck nur zu, ey. Das hasse ich manchmal. Das hasse ich manchmal so sehr an Spielen, dass die KI manchmal meint, einfach nur zuzugucken und zu schauen, ja gut, hey, mein Kamerad kriegt hart auf die Fresse. Aber wenn ich auf die Fresse kriege, ja klar, mein Kamerad kommt und hilft mir. Das ist so bescheuert manchmal. Das ist in so vielen Spielen so. Jetzt nicht nur in dem Beat'em'up, sondern auch in anderen Spielen so. Dass manchmal die KI einfach die dümmste KI der Welt ist hier, wirklich. So, jetzt reicht's. Zack, Ende Gelände. Babadadam. Tja, den Rest möchte auf jeden Fall Goku übernehmen. Den Respekt müssen wir ihm einfach zollen und sagen, okay, gönn dir, Bruder, gönn dir, spreng dich mit Namek. Ist ja dein Ding, musst du wissen, ob du das machen willst oder nicht. Und er will es auf jeden Fall machen. Hm,
クーラー仕留め損ねたか追ってください。 あのフリーザー相手に戦って無事に帰ってこれただけでもすごいことじゃぞ。お疲れ様。しかしクーラが出てきた時はびっくりしたぞ。ええ、トアとミラのやつ、あんな大物まで仲間に引き入れていたなんてね。俺たちを引きつけている間に独自に動ける連中をスカウトしてきたんでしょうね。 お前もご苦労だったな。あれ、あの子は？ミラを追ってもらいました。あいつらがミライから現れた俺たちの敵ミラとトアです。あいつの力は底知れません。まだあなたではかなわないでしょう。いずれ戦うことになると思いますが、くれぐれも注意してください。ま、今回はゆっくり休むといい。次の任務の時まではな。 Komm, Wirbel, du bist jetzt kein Zeitsoldat in Ausbildung mehr, sondern ein Elite-Soldat. Ich verleihe dir hiermit deine Fluglizenz. Mit anderen Worten, du darfst jetzt auch hier in Condon City Flug einsetzen. Außerdem hast du noch Freezer besiegen können. Das war ausgezeichnete Arbeit. Beachte bitte, dass du nur hier in Condon City fliegen kannst. Das Zeitnest und andere große Spalte sind noch immer tabu. Sei vorsichtig da draußen. Ich möchte nicht, dass du irgendwelche Unfälle verursachst, okay? Klar, warum sollte da auch was passieren? Okay, bla, das müssen wir uns gar nicht durchlesen. Ich kann jetzt durch Content City fliegen und das Ganze sieht einfach mal so episch aus. Und zwar, wuhu! Geil, was ein Fail. Scheiße, ich wollte einfach runterspringen und fliegen. Ja, das Ganze sieht jetzt so aus, wir können jetzt so in der Luft fliegen. Wir können auch ziemlich hoch fliegen. Guckt euch das mal an. Ja, warte mal, das müsste ja noch höher gehen. Also wir können jetzt ziemlich hoch fliegen. Ich habe das schon alles in der Beta mal getestet. Gönnt euch das mal. Also wir können jetzt wirklich alles sehen. Wir können jetzt auch endlich mal da hinten hingehen. Das wollte ich sowieso mal testen, was eigentlich da oben ist. Weil da oben ist es gar nicht möglich gewesen, hinzugehen. Das hast du einfach nicht geschafft, da hochzukommen. Aber jetzt können wir das Ganze auch mal machen. Gucken einfach mal, was da oben ist. Da ist sogar eine Mission. Die können wir eigentlich noch machen, oder? Ja, die machen wir noch. Also hier oben scheint noch irgendwie eine Mission zu sein. Metal Cooler ist hier. Moment mal. Eine Metal Cooler Mission? Oh, das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Mal gucken, ob wir auch hier bessere Items finden. Und? Ah, natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Mal gucken. Sprechen wir einfach mal mit ihm. Ich habe nicht mit überlebenden Saiyajin gerechnet. Eine hartnäckige Sorte. Ich werde jeden letzten Saiyajin aufspüren und vernichten. Auch deine Lebensenergie werde ich mir aneignen. Wenn du stark genug bist, bilde ich vielleicht eine Armee aus Metall-Saiyajin und erobere damit alles. Du kannst dich am Widerstand versuchen, wenn du magst. Dann kann ich mein Können prüfen. Ja klar, machen wir doch einfach mal. Ist das jetzt eine arg starke Mission? Doris Scouter? Okay, vielleicht ist es ja ein spezieller. Und die Salsa-Klinge kriegen wir hier. Besiege 20 Metal-Cooler. Okay, wir können es gleich lassen. Das dauert mir eindeutig zu lange, diese Mission. Die machen wir auf jeden Fall noch, aber nicht jetzt. Ja, wir können nochmal darüber gehen, denn dort drüben ist bestimmt auch nochmal was. Wir haben da auf jeden Fall noch einen Meister, den wir noch gar nicht entdeckt haben. Mal gucken, wer das ist. Freezer ist da oben. Okay. Freezer ist hier oben. Ja, ist ja, macht ja Sinn. Ich meine, auf Namek und so. Ah, das ist echt cool, jetzt hier endlich rumfliegen zu können. Aber wir haben hier unten noch eine Mission. Ich möchte halt mal gucken, welche das ist. Aber eine möchte ich auf jeden Fall jetzt noch machen. So, wo ist denn der Jute her? Ja, Apule ist das. Das ist ja der, gegen den Vegeta gekämpft hat. Nee. Das ist einer der Freezer-Armeen hier. Das ist jemand anderes, den ich meine. Aber der ist auch lila. Ein Saiyajin? Was hat ein Saiyajin denn hier verloren? Moment, Saiyajin sind ein Kriegervolk. Wenn wir uns den hier zunutze machen könnten. Heda, was hältst du davon, für die Freezer-Armee zu kämpfen? Wir brauchen deine Hilfe im Kampf gegen einen Gegner, der es sogar mit Lord Freezer aufnehmen kann. Stärker als Lord Freezer geht überhaupt nicht. Und kommt dein Kriegerblut beim Gedanken an einen würdigen Gegner in Wallung? Wenn du uns hilfst, wirst du natürlich fürstlich belohnt. Die Freezer-Armee wird früher oder später das ganze Universum beherrschen. Bist du blablabla? Besiege Son Goku und Krillin. Son Goku Super Saiyan, Streufeuer
Ja. Okay, machen wir. Komm, die Mission können wir auf jeden Fall noch machen, dass wir wenigstens einfach noch eine Mission hier haben und uns nicht hier noch etwas langweilen. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Ihr habt ja scheinbar auch Bock auf Überlänge-Parts, deswegen können wir das auf jeden Fall ein wenig mal machen und reindrücken. Legendärer Super Saiyan, besiege Son Goku und Krillin. Okay, ich denke mal, wenn ich Krillin als erst besiege, kommt Son Goku als Super Saiyan, bin ich mir sehr sicher. Das sind meistens solche kleinen geheimen Missionen, die man einfach machen muss, um Spezialevents oder so freizuschalten. Das kennt ihr aus Dragon Ball Xenoverse 1. Da gab es auch so, wenn man eine bestimmte Reihenfolge eingeht, zum Beispiel sie, dass da sich ein spezieller Gegner dann freischaltet. Und das wäre dann in dem Sinne, glaube ich, mal Super Saiyan. Und ich meine, wenn die Mission schon so heißt, macht das Ganze natürlich auch etwas Sinn. So, Piccolo, wie sieht's aus? Du bist ja ein Namek, du bist hier zu Hause. Also erwarte ich jetzt auch, dass du deinem namekianischen Volk mal zeigst, was ein Piccolo auf der Erde lernen kann, hä? Was kann der Piccolo bei Saiyajins, bei Dreiaugen, bei verrückten McDonalds-Clowns, bei Menschen, die meinen, sie wären Wölfe, lernen kann? Ja, Bis jetzt sehe ich davon noch nichts, mein Jude, ja? Bis jetzt sehe ich davon noch nichts. Da hättest du auf jeden Fall bessere Sachen lernen können, als das, was du hier uns gerade präsentierst. Und nochmal, den Grünen habe ich schon mal besiegt, jetzt gehen wir mal zum Son Gohan, den besiegen wir natürlich auch und schon bekommen wir einen neuen Gegner. Okay, Vegeta ist erschienen, also nach Vegeta müsste jetzt eigentlich noch Krillin und Goku kommen, die kriegen wir auf jeden Fall hin. Jetzt habe ich mich von denen irgendwie ein bisschen einschüchtern lassen hier. Nee, Alter, niemals. Okay, Vegeta schießt uns schon mal von der Seite ab, aber das wird ihm nichts bringen. Und ich werde Gohan trotzdem killen. Wie geht das, kleinen Liebling? Ohne Witz, seitdem ich das mal mit dem GIF erwähnt habe, habe ich nichts mehr anderes im Kopf, wenn ich diesen Gohan hier sehe. Ich muss die ganze Zeit jedes Mal daran denken, ey. Das ist schon total eklig, wirklich. Oh Mann, ich bin einfach nur ein kranker Boy. Und nochmal, runter mit dir. Absolut genial. Nee, Gohan, du bleibst hier. Du brauchst gar nicht abhauen. Ich muss mich auf jeden Fall bald wieder neu ausrüsten mit neuen Attacken, weil diese ganz normalen Attacken, die setze ich zum Teil gar nicht ein, weil die einfach so doof sind. Götterschock Blitz brauche ich einfach gerade nicht für die Story, weil ich setze es zum Teil sowieso nicht ein, wenn die Gegner mich angreifen. Weil sie mir wahrscheinlich nur eine halbe Combo reindrückt, dann bin ich eh schon wieder raus. Und dann bin ich wieder dran. Und da lohnt sich einfach kein Götterschock Blitz. Deswegen das zum Beispiel Raussturmkern mit dem Herrn ist ein bisschen schwach und trifft auch selten, weil es einfach keine weite Range hat. Die Hyperabsorption setze ich aktuell auch fast gar nicht ein. Oh verdammt, oh verdammt, oh verdammt. Ja, das war... Boah, scheiße, war das knapp. Dezent Schiss bekommen. So, den haben wir auch besiegt. Jetzt gleich mal wieder zu Vegeta. Und wie man schon wieder sehen kann, hat der fast nichts an Leben verloren. Da frage ich mich echt, was Fries eigentlich macht. Liegt der einfach so nur die ganze Zeit um ihn herum oder was macht der die ganze Zeit? Weil irgendwie scheint mir das schon dezent komisch zu sein. So, die ganzen Strahlattacken, die Vegeta gerade gegen seinen Kopf bekommen hat, das hätte er eigentlich gar nicht überleben können. Ich meine, sein Kopf wäre schon längst explodiert. Aber Vegeta hat wahrscheinlich einen stahlharten Kopf. Also, einen sturen Kopf. Oh Gott, nee, den habe ich jetzt nicht gebracht. Oh, den habe ich gebracht. Oh, nochmal, habt ihr gesehen? Nicht mal getroffen, ey. Belastend. Okay, das war auch gerade unnötig. Dass das aber sowieso Ki abzieht, diese Hyperabsorption, wenn ich mich verfehle, achtet mal drauf. Ich setze das jetzt mal ein. Natürlich verfehle ich das und ich verliere Ki. Das macht für mich eigentlich sogar noch weniger Sinn, weil ich habe keine Attacke ausgeführt. Ich habe lediglich meine Hand ausgestreckt und habe den Gegner nicht mal berührt. Also warum sollte ich da Ki verlieren deswegen? Macht ja gar keinen Sinn. Dann müsste ich bei jeder Bewegung, die ich hier gerade mache mit meinem Fuß oder so, müsste ich auch Ki verlieren. Aber nun gut. Nun gut. Für mich wird es Sinn machen, wenn ich treffe, dass es dann erst verliert, aber das gibt es hier nicht. Nee, das gibt es hier nicht. So, um extra für euch das Event... Ich denke mal, dass ich damit das Event freischalten werde, wenn ich jetzt als erstes Krillin besiege. Es ist halt wie wenn Freezer jetzt Krillin besiegen würde, dass Goku halt dadurch ausrastet und sich dann eben verwandelt. Ihr werdet sehen, ich werde das jetzt machen und er wird sich verwandeln. Ist halt ein bisschen schwer, ich glaube, weil meistens muss man solche Missionen auch unter 5 Minuten schaffen. Ich habe jetzt nur 45 Sekunden, um Krillin zu besiegen. Aber probieren wir es einfach mal. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Ah, es kann gut klappen. Jetzt ist es auf 40...
Ja, das müsste ich eigentlich hinkriegen. Außerdem, Tilly macht jetzt ein bisschen Faxen, haut ab oder so. Aber jetzt ist es 30. Ja, auf. Ja, das müsste ich hinkriegen. Das müsste ich hinkriegen, ja. Oh, komm, den letzten Schlag. So, und jetzt müsste, wenn ich ihn besiegt habe, jetzt müsste was passieren. Jetzt haut er nicht ab! Das meinte ich gerade. Dankeschön. Er schreit schon so. Ja, wie kannst du es wagen? Dafür wirst du bezahlen, bla bla bla. Und jetzt rastet er aus und jetzt leuchtet gleich alles gelb. Ihr werdet sehen. Da bin ich mir so sicher jetzt. Finisher. Das war so klar. Ich wusste es einfach. Wow, Kottata! Rieser! Okay, ich habe mir jetzt einfach mal einen härteren Gegner hergezaubert. Aber gut. Gut, was macht man nicht alles für euch, um alles euch zu zeigen? Jetzt rastet er richtig aus. Ach komm, jetzt hör auf. Warum hat denn der Goku auch so... Achso, ne, ich dachte gerade, das wäre irgendwie ein Effekt oder irgend sowas. Dieser lila Ring, den er um sein Schild oben rechts hat. Ich dachte gerade, der hat irgendwie so einen besonderen Status oder so, dass er jetzt extra stark wäre oder so. Aber nee, das ist normal, das hat ja mein Charakter auch nur in Blau. Da habe ich schon irgendwelche Warnvorstellungen. Goku, wie wär's, wenn du einfach mal hier bleibst und vielleicht nicht die ganze Zeit abhaust? Wie gesagt, nur weil dein Freund gestorben ist, heißt es jetzt nicht für uns, dass du jetzt hier die ganze Zeit abhauen musst. Denkst du, wärst hier der Coolste, nur weil du dich jetzt verwandelt hast und kein Geld für den Friseur zahlen musst, der automatisch deine Haare gelen kannst und färben kannst? Mein Gott, Goku, sag mal, ich glaub, ich bin... Nein, oh verdammt, jetzt triffst du mich auch noch damit. Alles klar, ich flieg einfach vollkommen vorbei. Alles klar. Jetzt bleib halt mal hier, mein Gott. Ich will ihn einfach nur noch besiegen. Und weiter geht's. Nein. Er haut wieder ab. Ja, man merkt halt einfach, dass er jetzt extrem... Ja, nee, da gehe ich weg. Obwohl. So, jetzt hat er wenigstens keine Ausdauer mehr. Jetzt können wir ihn auf jeden Fall ein bisschen ärgern. Jetzt nur noch schnell hin, schnell, schnell. Und KMH, weil da kann er jetzt nicht raus. Sehr schön. Ah, verdammt. Setz doch nochmal das Super Kamehameha ein. Kein Problem. Ich breche auch wieder deine Ausdauer. Das ist kein Problem. Das kriege ich alles hin. Ey, ich treffe den zum Teil gar nicht. Das macht rum manchmal, ey. Das ist so ätzend. Schon wieder. Warum ist der jetzt da rausgekommen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Oh, verdammt. Hyperabsorption einfach mal nicht getroffen. Und wieder nicht getroffen. Ich weiß nicht, ob Freezer nicht sterben darf. Da muss ich aufpassen, weil der ist gleich tot. Wäre nicht so geil, wenn der jetzt gleich hier vor meinen Augen krepiert. Und ich die Mission einfach nochmal machen darf. Du bleibst jetzt schön mal hier, Alter. Ich bin jetzt dein Gegner. Der verliert aber auch so extrem wenig, ey. So, das war schon ein bisschen mehr. Und jetzt noch das... Nein. Verlassen, Bruder. Bruder. Komm schon, Bruder. Stell dich nicht so an, Bruder. Und zack. Endlich geschafft. Oh, hat schon so seine Stärke gehabt. Muss man mal lassen. Das muss man ehrlich mal lassen. Also er hat schon reingehauen. So, wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen bekommen. Aber keine Attacke. Geil. Ah, du hast es wohl geschafft. Danke für deine Hilfe da draußen. Der Super Saiyan konnte sich wohl doch nicht mit Lord Freezer messen. Was zu erwarten war. Niemand im Universum kann es mit Lord Freezer aufnehmen. Ja. Endlich ist die Zukunft der Freezer-Armee gesichert. Du hast dich gut geschlagen. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr mit Erfolg gerechnet. Falls wir wieder deine Hilfe brauchen, melde ich mich bei dir. Also sei bereit. Danke, Apule. Vielen lieben Dank. Ich werde mich der Freezer-Armee absolut unterwerfen. Pipapo. Aber nun gut, das war's auf jeden Fall von diesem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir haben jetzt endlich die Fluglizenz bekommen. Richtig episch, 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 episch. Genau, super episch. Episch. Episch, episch. Nun gut, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst noch ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und ja, tschüss. Du hast das Potenzial, tritt mit in die Ninja-Crew. Hier sind Leute dabei, wir sind genau wie du. Haben Träume, die erfüllt werden müssen. Super Saiyajin, Blue Kaioken, werden sie schützen. Denn Son Goku ist auf unserer Seite und auch Vegeta unterstützt die Ninja-Crew. Hebt die Hände, jeder von euch Ninjas muss uns helfen für die Genki-Dama.